Als Lohnsmann endet, herrscht Stille im Saal. Jean-Paul Sartres. Er war der einzige Mann, mit dem Simone de Beauvoir über Jahre in eheähnlichen Verhältnissen zusammengelebt hat, wobei Sartre selbstverständlich immer mit von der Partie war. Das ist die Anekdote, die er oft und gerne erzählt. Heute Abend erwähnt er sie nicht. 1985 kam Lohnsmanns epochaler Dokumentarfilm Shoah in die Kinos, an dem er 12 Jahre wie besessen gearbeitet hat. Für die heutige Lesung hat er eine Textpassage ausgesucht, die von der ersten Recherchereise nach Polen für den Film erzählt. Sie stammt aus seinem Lebens- und Erinnerungsbuch Der Patagonische Hase, das 2010 erschien. C'est un livre difficile, mais très beau. Versant d'intelligence et à l'instar de ma mère, son nez me désignait immanquablement comme juif. Les juifs polonais n'avaient donc pas tous péri. La mère de Marina était juive en effet. Mit dem Text nimmt er die Zuhörer im Saal noch einmal mit in das Polen des Jahres 1978. In den Dörfern rund um Treblinka scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Der damals 53-jährige Franzose sieht Züge, das Ortsschild, spricht mit den Menschen, die in unmittelbarer Nachbarschaft im Gestank des Todes der Lager einfach weiterlebten, immer noch leben. Lohnsmann glaubt damals, alles über den Holocaust zu wissen. Vor Ort wird ihm gewahr, dass er das monströse Geschehen außerhalb der realen Zeit verortet hat, als eine Legende, ein Mythos. Hier in Treblinka aber hat es sich wirklich abgespielt. Bei bestem polnischen Wodka sitzt er dem Mann gegenüber, der bereitwillig, völlig unbefangen davon erzählt, wie er die Züge auf die Rampe geschoben hat. Die Lesung, die imaginäre Reise nach Polen, hat ihm sichtlich Kraft gekostet. Der Moderator möchte über das filmische Verfahren sprechen, aber Lohnsmann kann nicht mehr oder will nicht mehr. Ich bin sehr content, que vous soyez là, que vous avez fait les films Shoah et les autres films, le dernier des Ajustes par exemple. L'idée de ma question était, puisque nous ne pouvons pas lire 700 pages ce soir, donner en résumant une idée de la fabrication, du secret de fabrication aussi en quelque sorte
dans vos films. Arrêtez, je viens de dire. Ach, hören Sie doch auf, ich habe doch gerade 50 Seiten gelesen, wehrt er sich. De quoi avez-vous envie de nous parler? C'est impossible cette histoire. Eine Zuhörerin im Saal fragt höflich auf Französisch, was er den Anwesenden denn heute gerne noch auf den Weg geben möchte. Aber Claude Nossmann ist zu erschöpft, will nichts mehr sagen oder kann nichts mehr sagen. Auch das verabredete Kurzinterview wird er im Anschluss verweigern. Wie schade es ist, nicht in Erfahrung zu bringen, was dieser einzigartige Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts, der sein Leben lang gegen den Faschismus gekämpft hat, über die heutige Situation in Europa denkt. Le temps n'a jamais cessé de ne pas passer. Non pas de passer, mais de ne pas passer. Die Zeit hat niemals aufgehört, nicht zu vergehen. Nicht aufgehört zu vergehen, sondern nicht aufgehört, nicht zu vergehen, heißt es in der Passage, die er dann doch noch liest. Und plötzlich wird alles ganz klar. Für Nossmann ist die Shoah, der Zivilisationsbruch, das Leid der Opfer immer präsent. Sein Film und der Text sind sein Vermächtnis. Nossmanns literarische und filmische Verfahren entreißen die Opfer der Vergangenheit. Er holt das Geschehen für immer und immer wieder in die Gegenwart. Das konnten alle Anwesenden an diesem Abend am eigenen Leib erfahren. Sie haben einen Mann erlebt, der trotz Gebrechen und Krankheiten die Reise auf sich genommen hat, damit sein Werk für sich sprechen kann. Im Leben und in der Arbeit von Claude Nossmann ist der Kommentar zur aktuellen Weltlage enthalten und auch Nossmanns Handlungsauftrag an die Nachwelt. Plus jamais ça, das nie wieder. Vier Händen.